Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Willkommen an Tag 4 meiner WrestleMania-Woche. Die ganze Woche gibt es um 15 Uhr ein neues Video, das sich mit einem WrestleMania-Thema beschäftigt. Am Sonntag wird die Woche dann mit dem WrestleMania-Pre-Kickoff-Stream abgeschlossen. Mehr Infos folgen aber noch. Bisher hatten wir in dieser Woche nur Top 10 Videos, heute gibt es aber mal 10 überraschende Fakten zur WWE Hall of Fame. Dieser findet ja morgen Abend wieder statt und deswegen gibt es heute dieses Video. Fangen wir aber mal an. Fakt 1. Ein Chauffeur ist Teil der Hall of Fame. Es ist nicht wirklich nachvollziehbar, wer und wer nicht in die WWE Hall of Fame kommt. Wrestler wie Bruno Sammartino haben gefühlt ewig gebraucht, bis sie in die WWE Ruhmeshalle aufgenommen wurden. Umso verwunderlicher ist dort dann die Aufnahme von James Dudley im Jahre 2004. Dieser war zuerst der persönliche Chauffeur von Vince McMahon, später dann aber der erste schwarze Manager in der Liga. Er arbeitete insgesamt fast 50 Jahre für die WWE, die meiste Zeit aber offscreen. 2004 verstarb James Dudley, den bestimmt noch einige als LeRoy Brown kennen, im Alter von 92 Jahren. Fakt 2. Die erste Aufnahme. Die erste Hall of Fame Aufnahme war alles andere als spektakulär. Nachdem Andre the Giant im Januar 1993 verstarb, gründete man die WWE Hall of Fame und nahm Andre als ersten Wrestler in dieser auf. Diese Aufnahme fand aber alles andere als pompös statt, wie es heute zum Beispiel der Fall ist. Lediglich ein Videoschnipsel über die Aufnahme wurde am 22. März 1993 bei einer Ausgabe von WWF Superstars gezeigt. Fakt 3. Der Prominentenflügel. Die WWE Hall of Fame besitzt einen Prominentenflügel. Dieser wird eigentlich nur dafür genutzt, dass man in der Mainstream-Presse Beachtung findet. Meistens sind diese Aufnahmen nicht wirklich gerechtfertigt. Teil davon ist als Beispiel ein Snoop Dogg, Donald Trump, aber auch ein Mr. T. Im Jahre 2004 war Peter Rose, seines Zeichens ehemaliger US-Baseballspieler, als erster Prominenter in die Hall of Fame aufgenommen. Fakt 4. Keine aktiven Wrestler. In der WWE Hall of Fame ist es üblich, dass keine aktiven Wrestler in diese aufgenommen werden. Das ist auch der Grund, warum bisher kein The Rock, Undertaker oder ein Kane Teil dieser WWE Ruhmeshalle sind. 2008 machte man da allerdings eine Ausnahme mit Ric Flair. Diese wurde am Abend vor WrestleMania 24 in die WWE Hall of Fame aufgenommen und galt zu diesem Zeitpunkt noch als aktiver Wrestler. Am Abend danach sollte er sein letztes Match gegen Shawn Michaels bestreiten. Fakt 5. Der Warrior Award. Im Jahre 2015 wurde der Warrior Award ins Leben gerufen. Dieser ist zwar Teil der WWE Hall of Fame, wird aber nicht auf der WWE Hall of Fame Liste aufgeführt. Dieser wurde ins Leben gerufen, um diejenigen zu ehren, deren Leben durch Durchhaltevermögen, Stärke, Standhaftigkeit und den unbezwingbaren Willen des Ultimate Warrior zeigen. So zumindest Wikipedia. Daher wird der Award von Warriors Witwe Dana vergeben. Der erste Preisträger war Connor the Crusher. Fakt 6. Zweifache Hall of Fame Aufnahme. Es gibt aktuell nur eine einzige Person, die zweimal in der WWE Hall of Fame ist. So wurde Ric Flair als Einzelperson 2008 aufgenommen, 2012 hingegen im Rahmen der Aufnahme der Four Horsemen. Fakt 7. Es gibt keine wirkliche Ruhmeshalle. Bei vielen Sportarten steht irgendwo eine wirkliche Halle, in der die Hall of Fame Mitglieder geehrt werden. So steht als Beispiel die Pro Football Hall of Fame in Canton, US-Bundesstaat Ohio. Diese existiert bei der WWE aber nicht, was ziemlich verwunderlich ist, da die WWE ein Millionen-Dollar-Unternehmen ist. Die WWE Hall of Fame existiert somit lediglich auf dem Papier. Fakt 8. Echter Hall of Fame Ring auf eBay. Paul Bearer wurde im Jahre 2014 in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Bekannt wurde er unter anderem als Manager von Undertaker, aber auch von Kane. Da Bearer bereits verstorben war, kamen stellvertretend die Söhne Bearers zur Verleihung und nahmen auch den Ring an sich. Kurz danach wurde der Ring auf eBay gesichtet. Wie einige Wrestling-News-Seiten berichten, war dies der echte Ring von Paul Bearer.
Dieser ging am Schluss für 22.000 Dollar über den eBay-Ladentisch. Fakt 9. Die herausgeworfenen Teilnehmer. Bisher gab es nur zwei Mitglieder der WWE Hall of Fame, die nachträglich wieder aus dieser entfernt wurden. So wurde im Juli 2015 ein Hulk Hogan aus der Hall of Fame geworfen, nachdem er 2005 in diese aufgenommen wurde. Grund hierfür sind rassistische Äußerungen, die in einem geleakten Sextape über den Freund seiner Tochter Brooke Hogan zu hören sind. Die andere Person, die aus der WWE Hall of Fame geflogen ist, ist Jimmy the Superfly Snuka. Dieser wurde im September 2015 aus der WWE Hall of Fame entfernt. Grund hierfür soll die Verhaftung sein, die infolge eines Wiederaufnahmeprozesses wegen des Todes von Nancy Argentino entstand. Der Groupie von Snuka starb 1983 auf mysteriöse Art und Weise. So soll Snuka Argentino verprügelt und getötet haben. Einen Beweis gab es allerdings nie. Nachdem Snuka dann starb, war wieder vom WWE Hall of Famer Jimmy des Superfly Snuka die Rede. Fakt 10. Die Hall of Fame setzte einige Jahre aus. Wie schon angesprochen, gab es die erste Hall of Fame Aufnahme im Jahre 1993. Ab diesem Jahr gab es dann immer im Rahmen des King of the Ring Wochenendes diese Hall of Fame Feierlichkeiten. 1996 gab es dann vorerst die letzte. 2004, genauer gesagt am Tag vor WrestleMania 20, kehrte die Hall of Fame zurück und findet seitdem jährlich vor dem diesjährigen WrestleMania statt. Das war nun das Video 10 überraschende Fakten zur WWE Hall of Fame. Wen möchtet ihr gerne in der WWE Hall of Fame sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video mal ein Like und lasst ruhig ein Abo da. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr dieses Video schaut und ciao!